ging hinein, die gelbe Fahne ging nach oben. Und das erste Rennen des heutigen Tages ist gestartet an der 2000-Meter-Marke. Das kleine Quartett zunächst einmal unterhalb des Iffelsheimer Emblems unterwegs, Fast Lightning. Der Favorit der Prüfung übernimmt zunächst einmal bei alles andere als schneller Fahrt das Kommando vor Irwisch in zweiter Position. Napadak ist drittes Pferd und die einzige Lady im Feld, Arubas Light, galoppiert am Ende des Feldes. Ja, nach wie vor überhaupt keine Fahrt hier bei den vier Kandidaten drin. Das ist alles sehr, sehr langsam, was Fast Lightning und Mark Lerner vorgeben. Außen Irwisch in zweiter Position mit Andy Suboric im Sattel. Innen dann Napadak unter Andras Starke und Arubas Light mit Bayer Seikan Enki Ganbat. So ging es an der Geläufseinmündung mittlerweile vorbei. Gleich ausgangs der Gegenseite in Richtung des Rastatter Bogens. Fast Lightning zeigt den Weg, führt vor außen Irwisch, das Pferd mit der weißen Blässe, innen davon die Farben des Gestüt Ebbesloh, Napadak und Arubas Light. So ist der Rastatter Bogen mittlerweile erreicht, keine wirklichen Positionsveränderungen. Fast Lightning führt Irwisch, ist ein wenig näher herangerückt, dann anderthalb Längen dahinter galoppiert Napadak und Arubas Light. So ging es aus dem Bogen hinaus, mittlerweile in den langen Einlauf hinein. Fast Lightning zeigt nach wie vor den Weg vor Irwisch in zweiter Position, Napadak an der Innenseite und Arubas Light. So langsam geht es in die entscheidende Phase hinein, gute 600 Meter sind das noch. Fast Lightning marschiert, Irwisch an der Außenseite, lässt sich anfassen, bleibt dran, Napadak an der Innenseite und dann Arubas Light. Mit Beginn der Zielgeraden 400 Meter sind das noch, da sahen wir mal den Blick nach hinten von Mark Lerner und jetzt lässt er den Favoriten laufen, Fast Lightning. Und 300 Meter vor der Linie ist die Frage nach dem Sieger längst beantwortet. Fast Lightning, der geht auf und davon bei seinem zweiten Karrierestart und das sieht schon mal richtig gut aus, wie er hier beschleunigt. Fast Lightning, 150 Meter vor der Linie im Handgalopp. Mark Lerner kann die Hände hinsetzen. Dahinter Napadak komplettiert die Zweierwette mit einem tollen Schlussakkord. Noch Fast Lightning gewinnt im Handgalopp gegen Napadak. Und dann bleibt Irwisch Dritter vor Arubas Light. Der vorläufige Einlauf für das erste Rennen des Tages, das neue Welle-Auftaktrennen. Siegreich war die Programmnummer 1, Fast Lightning mit Mark Lerner. Zweites Pferd, die 4, Napadak mit Andras Starke im Sattel und auf Platz 3, fast die 2.